Sonne, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen fetzigen Partie Bridge. Nein, natürlich nicht, ne? Zu einer neuen, chilligen, ruhigen, entspannenden Folge Lost World, dem Raft-Klon oder Raft-Dieb, sollen wir es lieber so sagen? Nein, Dieb hört sich mal so fies an und ist negativ. Sagen wir lieber dem Raft-Klon, ja? Es ist definitiv ein Klon. Oh, wir fahren da auf die Insel. Aber das ist gut, dann können wir direkt mal unser Messer hier ausprobieren. Auf die Gefahr hin, dass wir tot sind. Aber wir haben ein Problem, wir haben keinen Anker, wir müssten einen Anker bauen, ne? So, dann müssen wir heute mal gucken, wie weit wir kommen. Was ist das hier eigentlich? Oh, Ziegel, okay, vergiss es. Werkzeug, Konstruktion. Wo ist denn hier der Anker? Da ist der Anker. Können wir sogar bauen, nice. Weil wir brauchen Anker, um anzulegen. Die Frage ist nur, tun wir jetzt hier anlegen oder woanders? Wir gucken uns das erstmal an, ja? Meine Nase bringt mich schon wieder um hier. Furchtbar. Hallo. Oh, ich konnte so einsammeln. Sehr gut. Wir haben ja jetzt schon hier unseren tollen Destillator. So, da müssen wir mal gucken, ob wir den... Ob der reicht oder ob wir hier immer noch Wasser abkochen müssen. So rum. Mann, Mann, Mann. Was erzählt der denn da? Da scheint aber ein großer... eine große Insel zu sein. Ein großer Baum drauf oder so. So ein Affenbrotbaum kann das sein. Wer weiß. Wir werden sehen. So, auf jeden Fall müssen wir gucken, was wir hier als nächstes machen. Wasser haben wir gut, Essen haben wir gut. Da könnten wir aber eigentlich auch noch ein bisschen fischen. Weil wir haben nichts mehr hier, ne? 10 Bananen haben wir noch. Und im Feuer ist nichts mehr drin. Aber 350 Holz. Kisten. Wir müssen mal nach großen Kisten suchen. Große Kisten brauchen wir. Das ist jetzt ganz wichtig. Weil die kleinen sind voll, wie man sieht. Mit Stein und Plastik. Steine, Plastik, Steine, Plastik. Nichts anderes hier. Sind wir hier irgendwie... Nein, ne? Nee, wir sind nicht am Crouchen. Ich meine immer, wir sind am Crouchen. Ich weiß auch nicht, warum. Gib her. Super. Da ist noch ein Fass. So. Ah, daneben. Also hier. Hui. So. Dankeschön. Gucken, was da drin ist. Den können wir mal hinstellen hier. Hau mal hier hin. Bitteschön. So. Das sieht sehr provisorisch aus. Das sieht echt provisorisch aus. Einfach so dahin gezimmert. Vielleicht gibt es ja später auch noch einen besseren. Mal gucken. Zack, zack. So, wir könnten gucken, was wir für eine große Kiste brauchen hier. Hochwertiges Metall. Wo sollen wir das denn herkriegen? Vor allem große Schachtel. Na komm, dann bauen wir nochmal zwei kleine. Müssen wir mal gucken, ob wir die übereinander stellen können. Ich weiß es nicht. Wegschmeißen auf keinen Fall. Da müssen wir mal gucken, wie wir an hochwertiges Metall kommen. Aber dafür brauchen wir dann garantiert auch wieder hier eine Spitzhacke, wetten wir. Werkzeug. Gibt's ja hier. Fragmente von Metall und hochwertiges Metall. Dann müssen wir die machen. Ich mache mir jetzt erstmal hier, zack, eine Axt. Ich will gucken, ob wir da Holz runterkriegen. Kann ich die nicht übereinander stellen hier? Warum? Das ist doch doof. Stelle ich die jetzt hier hin so, wo sie nicht nerven. Bitteschön. So, die andere noch. Wir warten dann ab, was auf der Insel rumkreucht und fleucht. Ich bin gespannt. So, da können wieder die Steine und das Plastik rein, wie immer. Das brauchen wir im Moment nicht so viel. Wir haben noch ein Paddel, um auf Seite zu schwimmen. Das ist gut. Die können wir mal aufeinander machen. Das kommt hier hinten hin. Der Schrott kommt hier hin, das kommt dahin, das bleibt hier. Die Nägel tue ich jetzt auch mal da rein. Die Axt, die tun wir mal hier hin. Da kommt die Insel. Das ist ja mit einem Felsen, ne? Ich bin gespannt. Ah, da ist doch schon ein Löwe. Da ist mehr als einer, ne? Sollen wir das riskieren? Ich meine, ich hab Messer, ne? Aber trotzdem. Will ich da. Vielleicht kriegen wir die hier hin. Ich weiß nicht, ob die aufs Boot kommen. Es sind zwei. Das ist auf jeden Fall ein Felsen hier. Da hinten ist wieder ein Varan. Okay. So, wenn ich jetzt hier hingehe. Zack. Anker geworfen. Das heißt... Ey, Löwen. Kommt mal her. Warte mal. Speicher das Spiel. Können wir zur Not wieder neu laden. Weil unser schönes Essen und Trinken. Wie sieht's hier aus? Salziges Wasser ist noch drin.
Wir tun auch mal hier gerade zur Vorsicht, ja, falls wir sterben, ne, nicht, dass alles weg ist, dann sind die Bananen und so da drin, dann hätten wir direkt wieder was zu essen. So, und so, obwohl das können wir mal nehmen, da können wir gerade einen Verband machen. Bereiten wir uns mal ein bisschen vor. Müssen wir eigentlich auch immer machen können, ne? Jawohl. Sehr gut, perfekt. So, rein hier. Das heißt, wir haben jetzt nichts mehr dabei aus unseren Klamotten. Dunkel wird's auch. Hallo? Wo seid ihr? Vorsichtig, die rennen ja hier im Kreis. Ich will erstmal nur einen haben. Gucken, ob wir den Toto kriegen. Wo sind die hin? Die kommen jetzt gar nicht wieder angerannt, wetten wir? Du tust mir nichts? Nein, der rennt da rum. 15 Holz, guck dir das mal an, ey. Krass. Wie viel Holz kriegen wir bitte da raus? Tschüss. 2 Kokosnüsse und Palmenblätter. Juhu. Und kein Löwe. 350 Holz, 2 Kokosnüsse. Essen wegschmeißen, legen Sie die Menge fest und ziehen Sie das Symbol. Das interessiert mich nicht. Okay, Sättigung 10, Wasser 15. Die kann man bestimmt auch anbauen später bei uns, wetten wir? ErgoFlix schreibt übrigens, gefällt mir immer besser der Klon und ohne nervigen Hai. Super Folge, Ede. Dankeschön, Ergo, dankeschön. Und das ist dann halt, ja. Das ist dann persönlicher Geschmack, ne? Wem was besser gefällt. So, ich find's auch nicht schlecht, muss ich sagen. Dass kein Hai dabei ist, gefällt mir auch ganz gut, weil es war am Anfang, war es eine nice Idee, aber nach einer gewissen Zeit fängt's an zu nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn dir der Hai ständig irgendwo was wegfrisst. Vor allem, wenn es dann was Wichtiges ist. Halte E, zerstöre. Okay, das hört sich gut an. Da hinten ist der Löwe. Kommt der her? Kommt der zu uns? Oder müssen wir warten? Da ist der andere Löwe. Komm mal her, hier. Hallo. Hier bin ich. Kommst du? Löwe. Ich will mal gucken. Da ist er. Kriegen wir den Toto? Okay, 2. Zwei sind, glaube ich, ein bisschen viel. Okay, wir kriegen sie nicht, Toto. Verdammt! Aber ey, wir haben ihn Aua gemacht, auf jeden Fall. Aber 2 sind ein bisschen zu viel. Vielleicht einen mit 45 Leben lasse ich das lieber sein. Ich denke, das kannst du verstehen. Jetzt können wir mal hier die ausprobieren. Und die Kokosnüsse. Gucken wir mal. So, die Kokosnüsse sind ja schon nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir da auch Samen raus. Nein, kriegen wir nicht. Okay. Dann können wir mal gucken, ob wir hier in Ruhe angeln können. Oder ob du hier auch nichts angeln kannst. Zack. Einmal ausprobieren. Und dann können wir hier schlafen. Und dann tun wir den Anker lichten und fahren zur nächsten Insel weiter. Auf jeden Fall haben wir schon mal schön viel Holz da rausgekriegt und Kokosnüsse. Das ist geil. Problem ist halt nur, auf jeder Insel sind diese, wie heißt es, die Löwen. Problem, wie willst du da was ernten, ne? Oder abmachen? Wenn die hier ständig rumrennen. Der andere Baum da würde mich auch interessieren. Ich glaube, es ist noch zu hell zum... Da kommt der wieder. Jetzt weiß ich nicht, wo der Löwe herkommt. Wenn die da hinten rumrennen, ist er in Ordnung. Und ich weiß halt nicht, ob die jetzt wieder volles Leben haben oder ob die noch halb tot sind. So, Lebensbalken wären vielleicht nicht schlecht, lieber Entwickler, oder? Sebastian schreibt übrigens, hallo lieber Edo und Edenauten, ich finde das Spiel bisher sehr interessant. Mach bitte ein paar Folgen weiter, bin gespannt, was da noch so kommt. Viele Grüße. Ja, machen wir auf jeden Fall. Ich bin auch noch gespannt, wo wir dieses hochwertige Metall herkriegen, ne? Da bin ich gespannt, weil entweder müssen wir irgendwo noch große Inseln finden, wo es vielleicht Höhlen gibt, oder das muss unter Wasser sein, ja. Eins von beiden. Ich um mein Holz, ich um mein Holz. Wie viel haben wir hier schon drin? 90. So, 200. Sogar noch ein bisschen übrig geblieben. Das Fleisch haben wir. Bevor es ganz dunkel ist, können wir noch einmal angeln. Zack. Dann haben wir hier wieder alles aufgefüllt. Alter, unglaublich. Unglaublich. Ah, da ist er. Komm. Hep, hep.
Jetzt gleich können wir hier nicht schlafen, weil die Löwen in der Nähe sind. Pass auf. Aber aufs Boot kommen die ja nicht. Die bleiben nur am Rand da stehen. Beziehungsweise du triggerst sie gar nicht, wenn du auf deinem Floß stehen bleibst. Habe ich so das Gefühl. Dann juckt die das nicht. So, leg dich hin. Oh, der schöne Sternenhimmel. Ob die zwei großen, der hier und da links, der große, ob das, da rennt der Löwe, ob das Planeten sind? Oder Sterne? Jetzt musst du nur noch mal hier, ne, wird's ganz dunkel, dass wir schlafen können? Das wäre gut. Hätte ich nichts gegen. Aber was soll's, dann lesen wir noch einen Kommentar. Vier Stück haben wir. Jetzt lesen wir den dritten vom lieben Sparti. Der schreibt nämlich, hallo Edo und Edelauten, hab ein paar Tage frei und habe es jetzt auch geholt. Es ist verrückt, was man alles so braucht und wie schnell die Luft weg ist beim Tauchen und sonst was da noch so lauert. Okay, du machst mir Hoffnung. Du machst mir Hoffnung. Ich mach Sparti. So, halte, zerstören. Du machst den echt kaputt. Du machst den echt kaputt. Kann ich auch hier, wie bei Raft, einfach hier drin so? Jo, kann ich. Da müssen wir aber erstmal in die Richtung. Müssen wir dran denken, das Floß ist nicht... das Floß. Die Schaufel ist nicht mehr... die beste. Ist da hinten hin. So. Vielleicht müssen wir das Ding hier noch ein bisschen vergrößern. Und dann einfach... tun wir jetzt schräg? In welche Richtung treiben wir jetzt? Wo war ich stehen geblieben? Genau. Vergrößern und dann halt noch einen, noch eine Reihe Sachen dran bauen. Schmeiß mal alles hier rein. Das nervt. So, so, so. Nur das Essen und das Holz hätte ich gerne hier. Aber 350 Holz aus einem Baum, das ist schon nicht verkehrt. Da sage ich nicht nein. Jetzt müssen wir dann mit unserem Haken leben hier. Leider können wir das jetzt nicht drehen. Jetzt sind wir immer so schräg, ne? Das ist ein bisschen doof. Oder geht das? Die Fackel wieder. Nicht wirklich, ne? Da hinten ist die nächste Insel. Da könnten wir auch mal gucken. Ja. Kaputt, das war's. Dankeschön. Können wir ein neues machen hier? Dafür brauchst du wieder Metall. Kunststoff und Seil. Ja, das haben wir alles in den Kisten hier. Ein Seil, natürlich. Natürlich, was auch sonst. Da ist der Verband. So, zack, zack. Maximum, Seile, Maximum. Bitteschön. Konstruktion, Werkzeug, hier. Schaufel machen. 50 Kunststoff für eine Schaufel. Krass. Ah, oh, das triggert mich jetzt, dass wir so schräg sind. Ich will das wieder gerade haben. Was soll das? Was soll das? Echt unglaublich. Aber okay. Jetzt haben wir schon mal einen Baum gefällt und Kokosnüsse bekommen. Wissen wir auch schon mal, dass es die gibt. Jetzt könnten wir auch die restlichen Bananen hier essen. So. Ich finde übrigens, in der Nacht verliert man ganz schön viel Wasser und Hunger und so. Aber hey, guck mal, da vorne ist die nächste Insel. Da will ich jetzt noch hinkommen mit dir, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was auf der Insel ist. Ich will jetzt mal ein bisschen auf Inseln rumeiern und gucken, ob wir da schöne Sachen finden. So. Zack, zack. Sehr gut. Komm her. Dankeschön. Geht das auch was schneller hier? Ich sag ja, wir brauchen mehr Platz und dann müssen wir irgendwo noch ein Segel hinmachen. Ah, da werden wir nicht drankommen, ne? Oder? Nicht runterfallen. Ah, doch. Schwein gehabt. Wer zum Teufel seid ihr? Ich wollte mich doch nur wieder anknabbern, wetten wir? Mann, Mann, Mann. So, haben wir das? Wir sind doch verdammt langsam irgendwie. Aber weißt du, was das Schönste ist? Die unendliche Ruhe hier. Die unendliche Ruhe. Kein Alltagslärm, keine Autos, die hupen, kein Geschreie, kein Mie, Mie, Mie und sonst was, ne? Einfach nur himmlisch. So. Nur wir auf unserer 1-Euro-Paletten-Schaluppe mitten auf dem Ozean kämpfen ums Überleben.
In echt wären wir schon längst tot. Ja, aber was soll's. Ist ja nur ein Spiel. Übrigens, was ich rausgefunden habe. Guck mal, wir kriegen jetzt 50 Holz, weil wir es halt etwas leichter gestellt haben, ja. Je schwerer du das stellst, umso weniger Ressourcen kriegst du. Bei gleichbleibenden Produktionskosten, ne? Also, das ist schon uff. Das ist schon uff. Sag mal, wie lange dauert das, bis wir da hinten sind? Ist hier irgendwie Windstille oder so? Wobei, Windstille ist uns egal. Wir haben ja eh keinen Segel. Wir können nur triben, aber dann können wir mal gucken, was wir sonst noch so brauchen oder bauen können. Vielmehr. Ich habe da ja noch hier Konstruktion. Es gibt ja auch so Regale. Kann in kleinen Kisten platziert werden. Okay, große Kisten hineinpassen. Das ist so gut, ey. Nachttisch. Noch ein Nachttisch. Ein Sofa brauche ich jetzt nicht. Tisch, Kaffeetisch. Tisch, Werkzeug, Medizin. Ich hätte gerne mal sinnvolle Sachen, die wir hier bauen können. Guck, das Segel. Braucht aber 300 Textilien, ey. Dann lieber weiter Holz sammeln, um hier noch einen Teil anzubauen. So, gib her. Die Insel rückt näher. Holz. Dankeschön. Oh, wir müssen nach dem Haken gucken. Dann müssen wir bald auch wieder einen neuen machen. Whee. Sehr gut. Zack. Da kommt wieder ein Fass. Zip. Sehr gut. Stein, Müll, Holz. So muss das sein. Die Insel kommt in Nähe. Da hinten ist auch schon wieder eine. Da waren wir. Dass die immer so kleine Inseln so weit auseinander sind, ne? Also so weit sind die eigentlich gar nicht auseinander. Relativ nah, finde ich. So, her damit. Zack. Was haben wir denn noch? Wir haben noch einen Kommentar von Kugeliebchen. Die schreibt, Moin Ede, das ist aber schon ein recht dreister Klau von dem Originalspiel Raft. Im Grunde genommen ist es das gleiche Spiel. Moment, da muss ich mal gucken hier. So. Das gleiche Spiel mit kleinen Veränderungen. Kaufen werde ich es mir nicht, weil ich schon Raft besitze und das Rad hier nicht neu erfunden wird. Da schaue ich lieber ein bisschen bei dir zu. Grüße. Vollkommen in Ordnung, Kugeliebchen. Vollkommen in Ordnung. Jeder darf hier natürlich seine Meinung kundtun. Job, nur bitte immer sachlich bleiben und nicht persönlich werden oder beleidigen. Ne? Das wollen wir nicht. Aber solange ihr hier einfach sachlich eure Meinung vortragt, darf die jeder gerne kundtun. Kein Problem. Ah, ich glaube, das reicht nicht. Das ist zu langsam. Da werden wir noch kochen müssen nebenher. Aber wir sparen schon mal jede Menge Holz. Das ist ja auch schon mal was. Und wir müssen, fällt mir gerade ein, wir müssen ja wieder einen Anker bauen. Vielleicht gibt es ja später auch noch mal einen 10 Seile. Oh ja, klar, kein Problem. Wir brauchen nur noch ein Seil. Haha, nein. So. So. Zack, zack. Wo ist es denn jetzt hier? Da. Schaffen. Komm her. Zwei. Kannst du wieder hier hinstellen. Bitteschön. So, sollen wir jetzt mal hin? Komm, wir paddeln mal hin. Ich habe keine Lust mehr hier. Es dauert mir zu lang. La, 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 la. Vielleicht geht es ja schneller, wenn wir ein Segel haben. Aber dafür brauchen wir halt, wie gesagt, Platz. Was können wir gerade mitnehmen? Dankeschön. So, ab dahin. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Oder wie war das, ne? Die sieht nämlich anders aus. Guck mal, da ist kein Baum. Das sind nur Steine. Mal gucken, was da ist. Ich bin gespannt. Oh doch, da ist auch ein Baum. Aber jetzt haben wir eine Axt. Dann können wir den kaputt machen. So. Bin gespannt. Ich bin gespannt, was da so drauf ist. Vorausgesetzt, wir kommen mit der Schippe hin, ne? Hier mit unserem Paddel. Unserem geilen Paddel. Guck mal da, das Land. Da gehe ich jetzt mal hin, will ich gucken. Können wir da anlegen. Schauen wir mal, was da so los ist. Oh, kommt man da überhaupt irgendwo hin? Müssen wir mal gucken.
Hier müsste man hinkommen, so, ja. Das sollte passen. Zack. Messer raus. Was war das denn für ein Fisch? Hast du gesehen? Der sah so böse aus. Mit leuchtenden Augen. So, wer oder was ist hier drauf? Ich hoffe hier unten... Ich glaube, jetzt weiß ich, was Sparti gemeint hat. Die warten ja nur drauf, dass wir ins Wasser gehen. Was ist hier? Nass. Nass, nass, nass. Geht's denn hier irgendwo? Ah, hier geht's hoch. Okay. Also wir sind auf der verkehrten Seite. Klettern. Okay, mit was in der Hand geht's nicht. Wie kommen wir denn hier hoch, wenn ich fragen darf? Ah, Leertaste, okay. So. Hallo? So. Igitt! Spinne! Siehst du das da hinten? Lass gucken. Ich hasse Spinnen. Ich mag Tiere, ja. Spinnen haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber bitte bleib von mir weg. Ich will keine Spinne. Pfui, Deivel. Die klettert da hinten rum. Hast du gesehen? Was ist das Gelbe hier? Das könnten Pilze sein, ne? Und was für eine Spinne? Also alle Leute, die Arachnophobie haben, hier Angst vor Spinnen, guckt bitte weg. Wo ist sie? Da. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Igitt. Geh weg. Stirb. Oh, die stirbt aber schon mal leichter als die andere, ey. Und wir haben natürlich unser Paket nicht mitgenommen. Na toll, können wir noch einen machen gerade? Geh weg. Medizin. Braucht Textilien 5. Ah, haben wir Textilien? Haben wir Textilien? 25 habe ich jetzt gemacht. Okay, gib mir mal hier einen schnell. Lalalala. So, zack, zack. 2. Oh, Gott sei Dank. Blutung gestillt. Da ist unser Schiff. So, ist hier noch was auf der Insel? Ist natürlich voll bis oben hin mit irgendeinem Scheiß, ne? Das ist wieder so typisch für Ede. Was ist das? E-Störung. 10 Textilien, okay. Sieht aus wie Hanf, kann das sein? Kann das sein? So, was liegt da? Müll. Pilze! Sättigung 1, Behandlung 10. Die muss ich aber mal mitnehmen. Nice. Viel Schrott. Gibt's hier irgendwie eine Höhle oder so? Wo kam die Spinne her? Bleh. Ekelhaft. Ekelhaft, die Spinne. Pfui, Deivel. So, was passiert hier? Was kriegen wir hier raus? Holz auf jeden Fall. Das können wir gebrauchen. Da können wir nämlich direkt anbauen. Wir können ja auch einfach da unten... Okay, nur Holz. Wir können auch einfach unser Boot da unten stehen lassen und jetzt die ganze Insel leer räumen, ne? Das geht ja. Guck mal, wir haben hier viele Steine und. Sehr gut. Aber jetzt wissen wir schon mal, die Spinne kriegen wir mit unserem rostigen Messer hier locker kaputt. Müssen uns zwar ein Dingens mitnehmen. Ein Erste-Hilfe-Kit. Weil... Oh Gott. Ekelhaft, ey. Kriegen wir da vielleicht Fleisch raus oder so? Uhaha. Mich schaudert's. Ich mag keine Spinnen. Wie gesagt. Wo ich Deivel. So, bleiben wir mal angelegt. Komm, runter hier. Gehen wir aufs Boot. Dankeschön. Können wir alles hier reintun? Alter, wie viele Pilze sind das bitte? Wie viele Pilze sind das bitte? Wo sollen die alle hin? Krass. So, rein da, rein da, rein da. Ist voll. Du siehst schon, wir können alles voll mit Kisten machen. Wir packen jetzt mal die Pilze da rein. Wohin mit den ganzen Pilzen, ey? Wichtigste wäre mir erstmal Holz. Holz, Holz, noch mehr Holz. So.
Können wir noch ein paar Kisten machen? Zwei Scharniere fehlen. Die können wir aber nicht selber machen, ne? Die müssten wir im Dingens machen. Hier, wir backen zum Schmelzen von Erz verwenden. 50 verbrannte Ziegel, 100 Ton. Haben wir ja auch noch nicht. Wo kriegen wir Ton her? Wahrscheinlich unter Wasser, ne? Die brauchen Sand und Ton. Scharnier. Oh, doch, können wir zwei machen. Nice. So, jetzt. Dankeschön. Jetzt brauchen wir zwei Schrauben. Aber macht nichts. Tausch mal. Setzen wir den jetzt davor. So, schmeißen wir das Zeug auch wieder alles da rein. Vor allem hier die Pilze. Kein Mensch weiß, wohin damit. Obwohl doch die hier, die könnten wir erstmal direkt essen. Ja, guck mal. Ah, guck mal, die machen das Leben voll. Die bringen nicht viel Essen, aber die machen hier das Leben voll. Also, wenn wir fast tot sind, können wir die gebrauchen. So, unter anderem, wenn man gestorben ist durch die Löwen und so, ne? Da hat man ja fast nichts mehr. Das muss hier bleiben. Das kann man auf Seite. Die können man auf Seite. So, jetzt haben wir Platz im Inventar. Das heißt, ich bin jetzt mal so frei. Ist das eine Höhle hier? Nein. Soll sowas darstellen? Oh, jetzt müssen wir schwimmen. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Bei diesen kleinen Kackfischen. Die beißen dich bestimmt im Bobbes. Und jetzt können wir auch mal gucken, ob das hier so ähnlich ist wie bei Icarus, wo instant wieder die Würmer spawnen in der Höhle. Dankeschön. Ist die Spinne schon wieder da, oder? Hallo? Ich sehe nur die. Nein, da liegt sie noch tot. Sehr gut. Mistvieh. Mistvieh. So, gucken wir mal die anderen hier, die Bäume. Die sind groß. Was da rauskommt, außer Holz. Ich bin gespannt. Aber hey, der erste Landgang. Nur Holz, nichts anderes. Aber her damit. Geht viel schneller, viel mehr, als wenn wir immer den Käse da auf dem Land sammeln müssten. So, haben wir das wenigstens direkt bei uns hier. Das kann man auch mitnehmen. Ich sage, alles, was geht, bis wir voll sind, dann passt das. So. Ausdauer ist egal in diesem Spiel. Endlich mal eins, wo das egal ist. Anscheinend. Ah, guck mal. Machen wir mal so. Ein Screenshot, der erste Landgang. Sehr gut. Nur die Übersetzung, die ist wieder so lustig. Störung und was weiß ich. Das ist echt gut. Gefällt mir. So, weg damit. Den hier, weg damit. Guck mal, da liegen noch Schrauben rum. Steine liegen auch hier rum. Auch Steine haben wir mehr als genug. Die brauchen wir nicht einsammeln. Fällen wir einfach Bäume, bis unsere Axt am Arsch ist. Weil Holz brauchen wir am wichtigsten. Pilze haben wir jetzt auch ganz viele. Wir wissen jetzt, dass die auf der Insel hier sind. Das heißt, wenn wir nochmal so eine Insel finden, können wir da wieder Vorrat anlegen. Textil können wir auch mitnehmen. Dann kriegen wir vielleicht schon genug für ein Segel. Das wäre auch mal eine Idee. Überladen werden können wir hier auch nicht. Passt. Tschüss, Baum. Ja, ihr Lurchis. Ich klaue euch zwar eure Bäume, aber dafür seid ihr jetzt die Spinne los. Endlich habt ihr Ruhe hier. Freut euch. So, das hier noch. Sehr gut. Her damit, her damit. Was noch ein großer? Wie viel haben wir jetzt überhaupt? 1000, 2000, fast 3000 Holz. Kaputt. Also es geht definitiv schneller, als wenn wir das Ganze mit dem Haken aus dem Wasser fischen. Steine und Seile. Gut, lassen wir es sein. Gib mir das hier noch. Dann nehmen wir halt noch alles mit, was wir hier sammeln können. So. Und da ist nichts mehr. Da ist noch was. So, hier noch. Guck. Das, 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 das. Der Rest darf sich erholen. Ich wünsche euch ein schönes Leben, Lurchis. Hab euch von der Spinne befreit. Dafür durfte ich mir ein paar Ressourcen nehmen. Wir zischen ab.
Na du, komischer Kackfisch. So, Freunde der Nacht, was brauchen wir hierfür? 50 Kunststoff, 150 Kunststoff und 50 Seile. Dann lass mal gucken. So, da haben wir 50 Kunststoff, hier haben wir 4 Seile. Das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen, obwohl wir haben noch von den anderen so viel. So und so, dann brauchen wir noch die Seile hier. 40, 45, 50. So. Schaffen. Das heißt, jetzt müsste ich eins bauen können, ne? Ne, wir haben nur 50 Kunststoff. Wir brauchen nur 150. Warum habe ich dann wieder nur 50 mitgenommen, ich Depp? Hier ist er. 100, 150. So. Wo können wir jetzt... Hier die Seite lasse ich erstmal, weil da ist alles dicht, ja. Das heißt, wir könnten jetzt wirklich hier nochmal was anbauen. So. Fertig. Ich würde sagen, wir lichten den Anker. Tschüss. Und jetzt können wir weiter paddeln. Diese Richtung hier. Oder auch nicht. Na toll. Neue machen. Die sind viel zu schnell kaputt. Wir brauchen die gute. Aber lass mich raten, die braucht wieder hochwertiges Metall. Ne? 50 Kunststoff. Jetzt sieht man mal, wie schnell der Kunststoff weg ist. Wenn man sich Schippenboard hier. Schaffen. Ja, damit. So. Auf der 4. Das miese Tier. Ne? Alles klar. Ja, damit. Essen könnten wir auch wieder was vertragen. So, wir sind von der Insel weg. Das heißt, wir können jetzt mal gerade hier. Da ist sogar noch Holz drin. Können wir die beiden mal braten. Welche Richtung treiben wir jetzt? Nach da hinten, okay. Interessant. Also die Insel ist leer, da waren wir gut drauf. Ah, komm, wir tun auch nochmal was Wasser hier hin. Es reicht mir einfach nicht. Voll. Das heißt, hier können wir nochmal ein bisschen reinmachen. Bitteschön. So, was sagt der? Ich bin fertig, sagt der. Essen. Aus. Essen. Sehr gut. Du hier. 43. Er ist wieder am Kochen. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben angebaut. Erster Landgang. Wir haben Pilze gefunden. Was ich sehr, sehr geil finde. So. Wir sind jetzt auf diesen Steininseln. Rennt nur eine Spinne rum. Die kriegen wir tot mit unserem rostigen Piekser da. Bei den Löwen müssen wir nochmal ausprobieren. Ob wir es schaffen, wenn es nur einer ist. Das würde mich interessieren. Zwei sind definitiv zu viel damit. Einer könnte eventuell gehen. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, danke für deine Zeit.